Rote Punkte haben Pepper im Gesicht. Mama. Rote, oh, die armen rote Punkte, Mann. Jetzt geht's rund. Die Oma wird kastriert und Opa wird einen Sack rasiert. Wir switchen rüber und let's rock. Oh, gleich wieder Matsch. Ich bin Pepper Woods. Oh, eine sanfte Landung. Hat man sowas? Hat man das schon? Hat man sowas schon? Das ist mein kleiner Bruder Pepper Woods. Okay. Das ist Pepper Woods. Gut, dann bei mir besteht und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Ein großer kleiner Bruder, Mann. Pepper Woods. Die rutzigste Familie, die ich je gesehen habe. Rote Punkte. Ja, so genau, wo die sind, will ich auch nicht. Mama und Papa Wutz machen für Pepper Frühstück. Ach, George ist Pepper fertig. Oh, die haben George gekocht, scheiße. Rote Punkte haben Pepper im Gesicht. Mama. Rote, oh, die armen rote Punkte, Mann. Die roten Punkte haben Pepper im Gesicht. Ich fühle mich gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Oh je, Pepper, du siehst doch gut aus. Mit roten Punkten im Gesicht sehe ich immer gut aus. Nee, die Punkte haben ja Pepper im Gesicht. Stimmt ja gut, das ist gut aus. Keine Bange, ich frage Dr. Braunbär. Okay. Oh, die haben wir normal gewählt, Alter. Was ist denn da los? Dr. Braunbär am Apparat. Sonst brauchen die immer, um ihr Not aufzurufen. Pepper ist krank. 3000 Nummer. Roter Punkte ist voller Gesicht. Ihr roter Punkte ist voller Gesicht. Oh, scheiße, wie viel Gesicht hat die? Bringt sie erstmal ins Bett. Und ich komme gleich mal vorbei. Bester Arzt ever. Bring's erst mal ins Bett. Da ist Dr. Braunbär schon. Ja. Hallo, Pepp. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut. Aha. Streck mal die Zunge raus, bitte. Okay. Mhm. Es ist... Das hört sich leicht pervers an, wie die Zunge rausstreckt, Alter. Ernst. Immer. In jeder Folge, wo Pepper krank ist. Es ist ernst. Naja, warum auch nicht? Oh, ich glaube, die ist tot. Das sag ich doch. Es ist ernst und gleich dabei ist Sturm. Aber wer stirbt nicht gern, wenn es ernst wird? Nur ein harmloser Hautausschlag. Kriege ich Medizin? Na gut, aber wenn du stirbst, sind deine Probleme ja auch nicht weg und dann musst du damit leben. Der Ausschlag wird bald vorbei sein. Aber wenn du möchtest, bekommst du von mir einen Löffel Medizin. Leider schmeckt sie besonders lecker. Oh. Mund weit. Ey, Kindermedizin war auch mega lecker, Alter. Auf. Zumindest die ich hatte. Wie grässlich. Das hast du wirklich gut gemacht. Die wolltest doch. Bleibt besser im Bett. Wieso sollen denn die jetzt im Bett bleiben? Ach, Pepper ist krank und die Familie muss im Bett bleiben. Na, man kennt's. Die haben alle Corona. Irre später noch einmal. Nach, wie es ihr geht. Man kennt auch wirklich den einen, der dich immer beim Reden unterbricht. Selbst wenn du noch mitten im Satz bist, hat bestimmt jeder diesen einen Freund oder diese eine Person, die nicht bekannt ist, aber fremd, die einfach mitten im Satz dir reinredet und selber was erzählen will, aber du redest weiter und die Person hört einfach nicht auf zu reden, bis du aufhörst zu reden. Man kennt es. Besuch haben. Oh ja, selbstverständlich das. Ein bisschen der Ausschlag ist ansteckend. Okay, dann. Bis bald. Bis bald. Bester Arzt, der Ausschlag ist ansteckend. Bis bald. Alt Dr. Braunbär. Ja, das jetzt auf jeden Fall. Jetzt stehe ich aber auf. Dr. Braunbär hat gesagt, du sollst noch ein Weilchen im Bett bleiben. Genau. Die hört ja. Oh. Das ist so öde. Du könntest doch aber Krankenbesuch bekommen. Kann Locke vorbeikommen? Locke ist Peppers beste Freundin. Ich frage mal Mama. Ja? Die will Mama fragen. Ja, auch hier kommt eine Ultranummer, Alter. Oh, naja, das war's denn wohl. Hallo, Frau Wutz. Okay, ich hab jetzt auch ans Telefon. Nee, ich muss ja machen. Mensch. Pepper möchte gerne Pepper sprechen. Na, das wird auch interessant. Hallo, Luzi. Hä, ich dachte Locke. Hallo, Luzi. Mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. War der Doktor da? Ja, Dr. Braunbär war hier. Mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. Genau, untersucht und gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Das schmeckt ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Ich ziehe nur meine Schwester und sage, mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. War der Doktor da? Ja, Dr. Braunbär war hier. Er hat mich genau untersucht. Ja, man kennt es. Man kennt es. Die eine Freundin oder die Schwester, die stundenlang telefoniert. Gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Das schmeckt ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Wie oft noch, Alter? Ja, Dr. Braunbär war hier. Er hat mich genau untersucht und gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Das schmeckt ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Hört sich an wie schlimm vom Speedcrack, Alter.
Die kranke Locke besucht Luz. Die kranke Locke. Na, man kennt sie, die kranke Locke. Die ständig irgendwo unterwegs und besucht Leute. Und Pepper. Luzis Krankenschwesterkostüm trägt Pepper. Die kranke Locke. Luisa und Klausi Locke sind mitgekommen. Klausi Locke. Hier sind alle krank. Hallo, Pepper. Oh. Hallo. Haha, du willst schon abbauen. Oh. Wie geht es dir? Besonders gut. Ich muss im Bett bleiben. Wer kennt es nicht? Dir geht's besonders gut und du darfst musst im Bett bleiben. Du musst im Bett bleiben. Beste Leben, Alter. Kann ich dir denn helfen? Bringt mir ein Gläschen Limo. Ja. Guck mal, die roten Punkte verlieren schon langsam ihre Gesichter in Punkten. Pepper niest langsam. Pepper niest langsam. Ja, wer kennt nicht das langsame Niesen, Alter? Schön, Luzi. Oh. Geht es dir schon etwas? Wenn ich so trinke, da geht die Hälfte daneben. Ich hab's mal probiert, das funktioniert nicht. Besser? Klein bisschen. Klausi? Klein bisschen, sehr gut. Fragst du meine Mama, ob ich Eis krieg? Oh. Und Luisa, fragst du meine Mama, ob ich Eis krieg? Ja, dann nimm halt zwei Eis. Dr. Braunbär ist da, um nach Pepper zu sehen. Ah, gut. Die Krankenschwester ist da. Wie geht's der Patientin? Ich bin eine echte Schwester. Ja, bitte. Verstehe. Soll ich mir denn mal die Patientin ansehen? Wie geht's der Patientin? Ich bin eine echte Schwester. Ja, bitte. Beste Diagnose ever. Ich tu nur so. Sehr schön. Oh. Die roten Punkte. 2 Minuten gequatscht, nicht immer, und die Punkte weg. Punkte. Du bist mehr krank. Auch kein Du bist bisschen. Mehr krank. Was meinst du? Also, ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Was meinst du? Ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Was meinst du? Ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Was meinst du? Alter, Gut. Ich spiele jetzt ein bisschen Garten draußen im Balden. Ich spiele auch immer gerne in meinem Ball mit dem Garten. Ganz normal. Wer will mitspielen? Ich! Ich auch! Ho, ho, ho! Donnerlittchen! Patient vollständig genesen! Ich hätte ja sagen müssen, Patient vollständig krank. Die war ja die ganze Zeit gesund. Mir ging's doch gut, hat sie gesagt. Oh, das war's? Schade, okay. War cool, hat mir gefallen. Aber mir fehlen die Wortmixer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Dies sind verabschiede mich und bin damit raus.